Nee, Arbeitssieg würde ich es nicht nennen. Ja, ein deutlicher Sieg. Ich finde, wir, wenn man so die zwei Spiele anschaut, jetzt in der Nachbetrachtung, dann waren wir zweimal lange Zeit die bessere Mannschaft. Auch heute finde ich, dass wir mit dem 15-15 waren wir eigentlich schlecht bedient, weil wir in der ersten Halbzeit auch schon gut gespielt haben. In der zweiten Halbzeit, klar, gehen wir da mit zwei Toren in Rückstand, aber im Endeffekt haben wir schon unsere Qualität auch gezeigt. Wir sind ruhig geblieben. Gierse und Späth haben das gut gemacht, diese zwei Spiele. Ist auch nicht einfach für sie, plötzlich jetzt hier zu stehen. Und war gelungene zwei Spiele, weil wir auch gestern gesehen haben, dass wir auf einem sehr hohen Niveau spielen können, wie in der ersten Halbzeit. Aber auch wenn wir nicht auf diesem Level spielen, dann kracht es runter. Und das hat uns jetzt für die Rückrunde auch so ein Zeichen gegeben. Ja, also ich bin gerne hier. Also wir haben auch viele Nationalmannschaftslehrgänge immer hier, weil die Wege sind kurz mit dem Hotel, aber es ist traurig. Es ist traurig. Ich habe probiert, meine Mama und meine Schwester hier einzuschleusen. Hat nicht funktioniert, aber ja, es ist traurig. Wäre hier ein Mega-Fest gewesen mit 3000 Zuschauern, aber wir sind happy, dass wir spielen dürfen. Das betone ich auch immer wieder, das betonen wir als Mannschaft auch immer wieder, als Verein. Wir sind mega happy, dass wir spielen dürfen. Wir dürfen unseren Beruf ausüben und von dem her nicht mehr wollen, sondern einfach das genießen, was wir haben. Ja, ich glaube, dass wir immer weitermachen. Also wir laufen durch die ganze Spiel und dann wird sie ein bisschen mehr müde als wir am Ende. Und ja, das war ein bisschen suspekt gestern. Also wir haben nicht so viel Bewegung gemacht im zweiten Halb. Und wir haben ein bisschen zu stehen bleiben in die Angriff. Ja, das war natürlich wichtig für mich. Ich habe ein bisschen zu revanchieren seit gestern. Also gestern war nicht so gut bei mir und dann wollte ich natürlich gerne besser machen heute. Und das glaube ich auch, dass ich gemacht habe. Und dann geht es weiter los. Und ein Spiel am Dienstag, auch in die EHF Cup. Und dann geht es los mit der Bundesliga nächste Wochenende. Das wird geil.